Was ist bei jungen Menschen anders als bei älteren Menschen? Wenn du einmal dir einen jungen Mensch anschaust, der hat mehr Glow, der hat vielleicht auch vollere Lippen, der hat höhere Wangenknochen, der hat größere Augen, der hat mehr Frische im Gesicht. Musst du darauf verzichten, wenn du Ü50 bist? Natürlich nicht. Im Video zeige ich dir alle Tipps und Tricks, wie du das nachschminken kannst, wie du jetzt plötzlich wieder volle Lippen hast, hohe Wangenknochen, schöne große Augen, deine Schlupflider weg sind und deine Augenbrauen definiert sind. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. So, wichtig beim Make-up ist erstmal eine gute Grundlage. Das heißt, ich nehme eine Tagescreme, die mixe ich immer mit einem Tropfen Serum. Das ist ein Serum, was die Haut repariert, was Rötungen wegnimmt, was die Haut etwas glatter macht. Und das gebe ich mir jetzt erst einmal komplett über Gesicht und Hals. Denn wie gesagt, auch den Hals nicht vergessen. Das ist immer wichtig und schön eben auch. Nochmal ein bisschen über die Augen, Augenbrauen hier entlang, dass das schön eingeklopft ist und die Haut schön vorbereitet und prall ist. Dann habe ich gesagt, ich entführe euch heute in die Welt des professionellen Make-ups. Und zwar habe ich einmal hier den HD Primer und gebe mir erstmal etwas Primer auf die Haut. Das ist ein Weichzeichner aus dem Theater- und Fernsehbereich, was also Licht reflektiert und filtert und einen absoluten Weichzeichner auf eurer Haut macht. Wenn man jetzt fotografiert wird oder wie gesagt, man steht vor einer Kamera, glättet das komplett erst schon mal die Haut. Also wenn man jetzt eine Haut hat, wo man noch kein Make-up verwenden möchte oder auch verwendet, dann ist es auf jeden Fall auch schon mal eine ganz, ganz super Grundlage. Jetzt gibt es ein ganz neues, wirklich super tolles Make-up von Krayolan. Wie gesagt, ich habe das alles selbst gekauft. Es ist keine Werbung dafür. Es ist aber für mich absolut das Tollste, was jetzt aktuell auf dem Markt ist. Und zwar ist das von Krayolan. Ich gebe mir das jetzt hier erstmal auf die Haut, damit sich das etwas erwärmt. Wichtig ist immer, dass ihr das Make-up eben hier prüft, zwischen der Wange und zwischen dem Hals. Und ihr könnt sehen, dass das absolut identisch mit dem Hautton ist. Was immer jünger macht, ist, dass ihr euch nicht dunkler schminkt, sondern bleibt wirklich in eurem Hautton und werdet dunkler durch den Bronzer oder halt durch Rouge. Aber geht nicht hin und versucht also irgendwie ein Make-up zu finden, was euch dunkler oder brauner macht. Das wirkt immer älter. Dieses Make-up, wie ihr seht, ist relativ flüssig. Es hat eine leichte bis mittlere Deckkraft. Wenn es so läuft, ja, heißt es immer, dass es halt ein nicht so sehr maskenhaftes Make-up ist. Es verschmilzt absolut mit der Haut, ist lichtreflektierend und es hat einen Airbrush-Effekt. Das heißt also, es wird komplett von der Haut aufgenommen, hat minimal Puderpartikel drin und das Ganze ist eigentlich selbst fixierend. So, jetzt fangen wir mal an. Und zwar habe ich jetzt heute auch besorgt, um euch das auch mal zu zeigen, einen neuen Blending Sponge. Den könnt ihr jetzt mal vergleichen von der Größe zu einem handelsüblichen. Der ist nämlich wesentlich größer. Kann natürlich dann auch in dieser professionelleren Branche genommen werden, wenn man jetzt hier zum Beispiel am Hals noch ein bisschen ab oder wenn man an den Beinen etwas abdeckt, also wenn man größere Körperstellen hat, oder es geht halt einfach schneller. Jetzt gehen wir einmal in das Make-up rein. Mache jetzt erstmal so einen Teil und ich zeige euch erstmal eine Seite. Make-up ist immer gut, wenn ihr das zuerst einmal auf die Handoberfläche gebt, dann verschmilzt das so ein bisschen mit der Körperwärme und passt sich dann einfach eurem Gesicht auch besser an. Ihr könnt auch so ein bisschen, klein bisschen einreiben. Der Beauty Blender, der ist auch angefeuchtet. Und ich glaube, man kann das schon sehr gut sehen, dass sich das also komplett der Haut hier anpasst. Es ist auch schon etwas mattiert. Und hier ist die Haut noch fleckig und ist noch uneben. Ist halt jetzt hier nicht so abgedeckt, aber man sieht nicht, dass da ein Make-up drauf ist. In größeren Städten gibt es diesen Fernseh- und Theaterbedarf. In Berlin zum Beispiel, in Hamburg, in Köln. Aber man kann die Sachen noch online beziehen. Wer das mit dem Beauty Blender nicht so gerne mag, der kann das natürlich jetzt auch noch mit den Händen einarbeiten. Das Make-up kann auch sehr gut aufgebaut werden, kann dann noch mal so mit dem Finger über Stellen drüber gehen, die so ein bisschen mehr Deckkraft brauchen.
So, und ihr seht, das Gesicht ist jetzt schon quasi vorbereitet wie eine Leinwand und darauf kann natürlich jetzt gemalt werden. So, was ist der Unterschied zu einer jüngeren, zu einer älteren Haut? Da ist es einfach so, dass die Haut in jüngeren Jahren einfach mehr Frische hat und hat also auch unterschwellig einfach mehr Glow und einfach mehr Frische und ist rosig. Das geht leider halt mit zunehmendem Alter etwas verloren und deshalb helfen wir da jetzt etwas nach. Das Rouge kommt auf folgende Stelle. Lächelt ein ganz klein wenig. Dann könnt ihr hier unter dem Wangenknochen so eine kleine Kuhle entdecken. Dann geht ihr bis zu dem Knochen hier oben mit der Hand und 2 Finger breit von der Nase entfernt. Und hier in diesem Bereich kommt das Rouge. Also hier unter den Knochen, hier über den Knochen, 2 Finger breit und hier kommt das Rouge hin. Als Rouge immer ein aprikofarbener Ton zum Beispiel wählen, denn aprikofarben macht immer frisch, macht immer jugendlich. Ich trage das jetzt mal auf. Das Puder von IT Cosmetics ist ein porenverfeinerndes Puder. Das hilft natürlich auch mit zunehmendem Alter, die Haut etwas glatter und feiner zu machen und was der Haut auch wieder so einen Airbrush-Effekt gibt. Die Farbe heißt Je ne sais quoi und ist eben dieser aprikofarbene Ton, der sehr schön mit der Haut verschmilzt und euch wirklich jetzt schon frisch aussehen lässt. So, dann geht es weiter. Zum Beispiel von IT Cosmetics gibt es eben auch einen porenverfeinernden Bronzer. Und dieser Ton verfeinert wiederum auch die Poren und wird jetzt folgendermaßen aufgetragen. Wir gehen jetzt hier an den Schläfen entlang, gehen hier oben am Haaransatz vorbei und gehen jetzt unterhalb vom Rouge entlang und verblenden das Rouge mit dem Bronzer zusammen. So, ich zeige das nochmal. Hier wäre unser Rouge. Wir gehen unter dem Rouge entlang und verblenden das mit unserem Bronzer zusammen. Nochmal hier an der Kinnlinie entlang, um so ein bisschen mehr Halt und Definition an der Jawline, also an der Kinnlinie zu bekommen. Und das Ganze verblenden wir nach unten zum Hals. Denn das ist eben leider auch so, mit zunehmendem Alter bekommen wir hier so ein bisschen mehr Hautüberschuss. Und wenn wir das eben dunkel machen, dann machen wir uns optisch ein strafferes Kinn. Das ist kein Muss, das ist natürlich nur ein Angebot. Also ich mache das schon gerne, es ist nur so eine Kleinigkeit, ist einfach schnell gemacht. Und wie gesagt, mit diesem Bronzer kann man auch nicht zu viel machen, denn der hat nur so eine ganz, ganz zarte Farbe und macht genau das, was ich jetzt hier möchte. Nimmt das leicht weg, ohne dass ich natürlich da jetzt hier irgendwie so einen braunen Klecks habe. So, weiter geht es mit dem Concealer. So, der Concealer deckt natürlich besonders gut ab, wenn man also jetzt eine Möglichkeit hat, dass man dunkle Augenschatten, also etwas rosastichig, kombiniert mit einer Deckkraft. Das funktioniert sehr gut hier mit dem Concealer von Charlotte Tilbury. Der ist aber schon etwas dicker. Jetzt nehme ich mir aus dem Theaterbereich dieses Graiolan, das ist ein Make-up-Verdünner sozusagen und zeige euch mal, wie ich das eben auch mache. Sowas zu Hause zu haben ist auch immer super gut, weil du kannst deine Foundation immer anpassen. Du kannst sie dicker lassen, sie kann dünner gemacht werden und so passt sie sich eben gut der Haut an und geht schön in die Poren, sodass einfach ein gleichmäßigeres Hautbild entsteht. Ich gebe jetzt hier so einen kleinen Tropfen drauf. So, das ist relativ flüssig. Geh mir mit dem Spatel hier einmal hin, mach mir das wieder auf die Haut und nehme mir so etwas von dem Verdünner, mixe das Ganze miteinander. Und so seht ihr, so habe ich einen super guten Ton, der sehr, sehr zart ist und den ich mir jetzt hier als Concealer wunderbar einarbeiten kann. Ich habe den passenden Ton, ohne dass es zu dick wird. Das lässt sich auch gut mit Serum machen, zum Beispiel. Wenn ihr ein porenverfeinertes Serum habt oder ein Augenserum, dann kann man das natürlich super gut auch mit dem Concealer mixen. So, und schaut euch das mal an, was das jetzt hier schon ausmacht auf der Seite. Das Auge ist abgedeckt. Ich komme jetzt auch mal noch ein bisschen näher ran und es geht jetzt gar nicht so in die Falten rein.
Was halt auch immer sehr schön funktioniert. Die Falten, die sind natürlich hier so Nasolabialfalte, hier so ein kleines bisschen. Hier ist man ein bisschen eingefallen, sage ich jetzt mal. Dann kann man den Touch Eclat sehr gut nehmen. Der Touch Eclat hebt optisch die Fältchen hier. Ich beim Beauty Blender wieder. Und drücke und drehe das richtig schön in die Haut. Hände nochmal reiben und schön miteinander verbinden. So, wer Puder mag, sollte jetzt auf ein helles und loses Puder zurückgreifen. It Cosmetic bietet da auch ein Puder an, was porenverfeinernd ist. Das ist immer besser im Alter, es ist nur ganz, ganz zart. Ich mache mir das immer hier so ein bisschen in den Deckel. Oder wer kein Puder möchte, gibt es auch so eine Profilösung. Und zwar ist das ein Stein, der das überschüssige Fett einmal wegnimmt. Und dann geht ihr einmal hier mit diesem Stein über die Partien, die so fettig sind und glänzen. Den kann man auch sehr gut in der Handtasche mitnehmen. Dann habt ihr eben wie auch bei einem Puderplättchen in einem Reispapier, was ihr nehmen könnt, auch so ein tolles Teil, sage ich jetzt mal, gibt es bei Sephora. Und da könnt ihr dann eben diesen überschüssigen Glanz eben wegnehmen. So, ich gehe jetzt aber leicht nochmal mit dem porenverfeinernden Puder, losen Puder nochmal einmal rüber, nur in die T-Zone. Und sette das so. Die Augenbrauen sollen nicht zu dunkel sein. Meine Augenbrauen sind von Natur aus dunkel, deshalb kann ich sie jetzt auch schlecht heller machen. Ich benutze jetzt von Anastasia Beverly Hills hier diesen Wachsstift. Gehe mir jetzt erst einmal ganz soft an der Linie hier entlang. Das ist ein Stift, der auf Wachsbasis ist. Der füllt die Augenbrauen einmal auf, aber macht nur so einen ganz, ganz zarten Ton. Man sieht den kaum auf der Haut. Das Ganze schön einmal verblenden. So, dann nehme ich mir von Anastasia Beverly Hills hier einmal die Augenbrauenpomade. Da gehe ich mit dem Finger einmal so rein und dippe hier entlang der Augenbraue. Nehme mir nochmal mein Bürstchen und gebe dem Ganzen so einen Schwung nach oben. Fixiere das nochmal ganz kurz mit dem Finger. So, weiter geht es mit dem Augenprimer. Das ist ein Primer auch von Krayolan, der die Augenoberfläche und die Haut auf den Augen etwas glättet. Das zieht hier die Haut schon einmal oberflächlich glatt. Hier ist es noch so ein bisschen grisselig. Dann nehme ich hier von Blue Master, auch von Krayolan, mir die Augenbrauenstifte. Und zwar starte ich jetzt hier einmal erst mit dem hellen Ton unter der Augenbraue, mit dem kleinen Verblender. Das hebt die Augenbraue an und vergrößert das Auge optisch von der Braue her schon. Dann gehe ich in den hellen und leicht rosigstichigen Ton auf mein bewegliches Lid. Gehe auch in den Augeninnenwinkel etwas. Auf beiden Seiten, Augeninnenwinkel. Das öffnet das Auge erstmal optisch. Kreiere mir jetzt mit der mittleren Farbe von der Hälfte des Auges bis nach außen erstmal künstlich die Lidfalte. Mit der Stippling Brush, dem Verblender, gehe ich mit kreisenden Bewegungen über alles nochmal drüber. Verblende das schön. Schau dann auch nochmal nach vorne, dass das alles die richtige Höhe hat. Dann nehme ich mir hier den ganz neuen Pinsel, den kennt ihr wahrscheinlich auch noch nicht. Gehe jetzt mal so ein bisschen näher. Der ist hier abgeschrägt mit Zacken. Da werde ich euch gleich ganz toll zeigen, wie ihr das Schlupflid mit einem Schwung nach oben zieht. Denn ich glaube, diesen Pinsel kennt ihr noch nicht. Ich gehe in den mittleren und dunkleren Ton einmal rein und zeige euch das jetzt mal an der Handinnenfläche, was der macht. Das heißt, er kreiert so eine Linie, die dann so ganz locker eben ausläuft. Das setze ich jetzt hier am Schlupflid an der Ecke an und ziehe das nur ganz leicht einmal nach oben. Und da passiert genau das Gleiche wie bei der Hand. Es hat erstmal hier einen Strich und zieht sich dann ganz entspannt, locker, fluffig nach außen.
Das ist wirklich eine ganz einfache Methode, dem Auge diesen Schwung nach außen zu geben. Das ist die 3910. Den gibt es auch bei Crayolan. Das ist der Artpinsel. Und ihr seht, einmal nur mit Schwung, fluffig so nach außen. Und das Ganze wird schon hier optisch nach oben gezogen. Bei dem Eyeliner solltet ihr darauf achten, dass er nicht zu dunkel ist. Und zwar habe ich für euch hier die Smoke Liner jetzt. Die sind von Maybelline. Das ist einmal ein dunkleres und einmal ein helleres Braun oder ein Taubton, kann man auch sagen. Und dann setze ich das nur auf den äußeren Teil des Auges, von dem zweiten Drittel bis zum Ende, den dunkleren Ton, und verblende den dann anschließend hier mit dem hinteren Bereich. Ihr zieht euch, wie gesagt, die Linie, dreht das einmal um und softet das ganz schön einmal aus, zieht es ein bisschen so nach vorne und zieht es hier noch so ein bisschen nach oben. Andere Seite auch. Äußerer Augenwinkel, einmal drehen. Und für das untere Auge am Wimpernkranz entlang nehme ich den Taubton. Der macht nicht zu dunkel, aber akzentuiert trotzdem das Auge nochmal. Ihr könnt euch auch immer diese Pads hier nochmal ans Auge anlegen, wenn ihr zum Beispiel jetzt nicht den Fallout hier von dem Lidschatten haben wollt, dass euch da unter dem Auge nichts passiert, kann man das auch immer schön hier einmal ganz leicht wegziehen vom Auge, das nochmal drehen, hier nochmal am Auge entlang. Dann habt ihr wunderbar schnell das Schlupflid geschminkt. Wenn euch das noch interessiert, Schlupflid habe ich nochmal ein extra Video gemacht, da gibt es noch viele Tipps und Tricks. So, ja, dann nochmal schnell vielleicht die Außenwinkel anheben. Da gibt es diese halben Wimpernzangen. Die setze ich jetzt nur hier nochmal einmal an. Gehe nur an die Außenwinkel. Denn das ist ja in unserem Alter auch immer das Problem. Das sackt halt etwas ab. Und nehme mir jetzt eine Wimperntusche, die einzeln die Wimpern trennt. Gehe jetzt auch nur in den hinteren Bereich. So, dann nochmal das Auge eben nachziehen, dass wir hier jetzt nicht gematscht haben. Könnt ihr dann auch noch mal kontrollieren, sind jetzt hier vielleicht unter dem Auge noch irgendwelche gefüllten kleinen Rillen von dem Concealer, dass das auch noch mal wegkommt. Ja, dann geht's weiter, und zwar die Lippen. Bei den Lippen ist es so, die Lippen werden schmaler im Alter. Man sollte jetzt nicht hingehen und sollte ein zu dunkles Rot verwenden oder ein lila stichiges Rot, was also wirklich sehr, sehr dunkel ist, oder auch ein lila Ton, der dunkel ist. Das ist wieder den jungen Menschen mehr gegönnt. Es sei denn, ihr habt natürlich im Alter auch noch schöne, volle Lippen, dann könnt ihr auch die Lippen dunkler schminken. Ansonsten würde ich vorschlagen, schöne, frische Farben. Wenn es ein Rot ist, vielleicht dann ein Orange-Rot, ein bisschen schön, was Tolles, Erfrischendes, Rosatöne, die ja, sind immer ganz schmeichelhaft fürs Gesicht. Oder was man machen soll, wenn es alltagstauglich ist, höchstens zwei Töne dunkler als eure Lippen sind. Und das machen wir jetzt. Nimm erstmal den Lip Liner, mal das Lippenherz, male dann von außen nach innen, da kriege ich immer so einen Bogen, und das macht die Lippe auch noch ein bisschen voller. Lass den inneren Bereich raus, das macht die Lippe auch noch mal voller. Presse die Lippe noch mal aufeinander und verbinde noch mal hier das Lippenherz. Das macht nämlich optisch die größere Lippe. Dann nehme ich mir hier die 20, das ist der Vinyl Ink von Maybelline. Ein Permanent Lip Liner, der wie gesagt zwei Töne einfach nur dunkler ist. Der ist nicht so matt wie die anderen Permanent Lippenstifte. Und dann gibt es die 003, das ist die Farbe Moon, auch von Maybelline. Neue Lipglosse, die auch das Lippenherz bzw. auch die untere Lippe etwas vergrößert, indem ihr einmal links und rechts ein Tupfen setzt und hier nochmal in die Mitte. Den Finger und ein bisschen miteinander verblenden. Ja, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Glow zu geben, nehmt euch nochmal hier so von Hourglass zum Beispiel gibt es das. Das ist das Luminous Light. Das ist ein irisierendes Puder, was so ganz, ganz subtilen Glanz gibt. Denn mit zu viel Schimmer sollte man auch nicht arbeiten. Da gehe ich jetzt nur nochmal hier
oben in dem Bereich der oberen Wangenknochen entlang. Gehe mir noch mal ein bisschen über die Nase, ein bisschen hier auf die höheren Stellen, an den Mund und hier aufs Kinn. Und links und rechts so einen ganz kleinen Schubs, weil das ist das, was bei den jungen Menschen auch immer so schön prall und ja, freundlich ist. Wenn man so ein bisschen lächelt, habt ihr genau die Stellen, die da so ein bisschen hervorgehoben werden sollen. Das Ganze wird fixiert. Ihr könnt es einmal 16 Stunden fixieren mit dem Nix. Oder ihr geht hin und nehmt zum Beispiel von Elf. Das ist ein Setting Spray eher mehr. Das fixiert nicht so stark, aber es gibt Feuchtigkeit. Wer etwas trockene Haut hat, kann mit diesem Hyaluron so ein bisschen mehr Feuchtigkeit noch ins Gesicht bringen. Das gebe ich jetzt mal auf. Ja, und schon kommen wir zum Ende. So, ihr Lieben, jetzt sind wir nahezu fast wieder 25. Hahaha. Ha, ha. Nein, das wollen wir gar nicht sein. Aber wir wollen natürlich in unserem Alter auch toll und frisch aussehen. Und ihr habt viele Tipps und Tricks heute wieder mitnehmen können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert sehr gerne den Kanal. Ich freue mich immer über eure Kommentare und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.